Und da ist der Treffer. Jennifer Kriegsmann. Sollte das Spiel tatsächlich hier wieder an Spannung aufnehmen. Es bleibt zu wünschen, auf jeden Fall. Schwerin muss jetzt natürlich weiter hart arbeiten. Dennoch harte 17 Minuten. Frankfurt wirkt ein bisschen orientierungslos gerade. Und das sollte Schwerin sich zunutze machen. Ja, man nimmt Preis weiterhin aus dem Spiel. Schwacher Wurf. Da kommt er wieder auf Kriegsmann, aber da waren drei mitgelaufen. Ja, den darf Anna Pöschel so nicht spielen. Wie in der ersten Halbzeit, war abgedeckt durch die zurücklaufende Abwehrspielerin. Und der Ball ist weg von Jennifer Millay. Wie gesagt, dann lieber einen schnellen Pass vorne raus über den kurzen Weg, um dann vielleicht nochmal einen langen Weg zu nutzen. Da haben wir jetzt gerade Glück gehabt. Und ja, Neuaufbau, vielleicht noch ein Tor nachlegen und Frankfurt wird hoffentlich etwas weiter unsicher. Das müssen wir schauen jetzt. Sie wirken auf jeden Fall sehr verunsichert und das bei 5 Tore Führung. Wenn die Künzel holt den 7 aus, bin ich gespannt, ob sie auch wieder werfen wird. Und nochmal Torwartwechsel. Bei den Frankfurtern, das erste Mal hat es nicht funktioniert. Krüppsack. Den Schiedsrichterin kann man ruhig Kompliment machen. Sie pfeift eine sehr harte, aber auch konsequente Linie. Ja, das sollte man auf jeden Fall erwähnen. Wie oft sagt man, dass einem das nicht gefällt? Und Künzel scheitert beim 7 Meter. Und das also, wenn die Schiedsrichter auch mal so eine gute Leistung abliefern, sollte man das auf jeden Fall erwähnen. Und jetzt gibt es Auszeit vom Frankfurter HC. Und Mut hat man gefasst auf Schweriner Seite. Also ich sag mal, wenn man sich natürlich schon in der Halbzeit aufgibt, dann braucht man nicht weiterspielen. Der Glaube ist immer, der sollte immer vorhanden sein. Und ich habe ja schon mal erklärt, Kai, es ist manchmal einfacher, einem Torrückstand hinterherzulaufen und aufzuarbeiten, als einen Vorsprung zu verwalten. Und ich denke mal, das wird Schwerin jetzt gerade, ist auf einem guten Weg. Es sind noch gute 15 Minuten. Und vielleicht geht der Weg noch weiter. Ja, man hat es gerade gesehen, das haben die Zuschauer nicht sehen können, aber wir hier auf der Seite von Grünwald Schwerin. Es ist ein hartes Spiel, Marie Kinscher sogar mit einer blutigen Wunde. Nichts Schlimmes, aber man ist voll dabei. Ja, aber auch da sieht man wieder das Spiel der Frankfurter, dass da jetzt mehr gestanden wird. Sieh dich bis wohin mit dem Ball. Fehlpass, jetzt Möglichkeit für Schwerin. Erste, zweite Welle. Mit viel Glück bleibt der Ball in den Schweriner Reihen. Hat Joda ein bisschen übereifrig zum Kreis gespielt. Aber er hat das Glück, dass Kerstin Felkel zugegriffen hat. Somit neuer Spielaufbau. Ja, Joda Beng, es war ein sehr guter Wurf. Aber da aus 11, 12 Metern über alle Spielerinnen hinweg, da hatte sich ja fast alles in der Mitte versammelt. Ja, auch wieder mit auf dem Feld, Caroline Groke, schön zu sehen, aber wenn ich das richtig sehe, so ein bisschen humpelt sie noch. Ja gut, da muss jetzt erst wieder richtig ein bisschen laufen, müssen wir bewegen, dann wird die Bewegung auch wieder rund bei ihr. Habe ich auch oft erlebt als Handballspieler, es zwickt, es piekt, es tut unheimlich weh, aber mit ein bisschen Bewegung kommt der Bewegungsapparat wieder in die Gänge. Kerstin Felke, jetzt mit ihrem zweiten Treffer. Ja,
Oh, da habe ich im Moment Angst gehabt, dass sich Felger wehgetan hat. Das sah ganz merkwürdig aus, wie sie da gefallen ist. Aber klasse Abwehr jetzt. Klasse. Ich bin super zurückgelaufen. Und so verhindert man natürlich die Möglichkeit der einfachen Tore. Und jetzt sind es nur noch 4 Tore Abstand. Weiter so, Mädels. Ganz auf. Ja, Marie Kinscher, bitte. Da wieder die Hand am Ball. Und gut abgefangen von Preis. Ja, aber auch wieder Anna Böschel, der dritte Fehlpass. Das sollte ihr langsam mal zu denken geben. Und wie gesagt, lieber einen kurzen Pass und dann die schnelle Bewegung nach vorne. Aber gut, solange, so wie jetzt eben gerade noch so gut geht, ist alles in Ordnung. Ja, aber man hat es auch gesehen im Gesicht von Anna Böschel. Die hadert damit sich selbst. Und Felker scheitert. Jetzt die Kontermöglichkeit für Frankfurt. Nutzen sie nicht, sie nutzen den langsamen Weg. Oh, das war klasse gehalten von Anna Pöschel. Die Abwehr ist jetzt unheimlich aggressiv, aber auch fair, unheimlich beweglich, lautstark. Und man hat immer wieder jetzt das Glück, die Hand auf den Ball zu bekommen. Und wieder Anna Pöschel und den hat die Klasse geholt. Und Anna Pöschel kommt richtig gut ins Spiel jetzt. Hat ihre Bewegung ein bisschen verändert. Und Jona Weng mit dem Fehlwurf. Hat sich gut eingestellt jetzt auf die Werferin von Frankfurt. Aber so muss es weitergehen. Da müssen aber auch so eine Tore und so eine Würfe müssen natürlich dann besser ausgewählt werden vorne von Jona, damit man zum Erfolg kommt. Ja, sonst nutzt die ganze Abwehrarbeit natürlich nichts. Da bleibt man Liga auf Frankfurter Seite, das sieht mir schon ein wenig nach Zeitspiel aus. Ja. Das ist Karriere. Genauso habe ich eben auch gedacht, man verschleppt jetzt so ein bisschen die Zeit. Klar, man hat noch Zeit, aber trotz alledem, es sind nur noch 4 Tore, nicht mehr 9 oder 10 Tore. Das heißt, zu sicher sollten sich die Frankfurterinnen auch nicht mehr sein jetzt. Ja, ich würde sagen, für Zeitspiel 12 Minuten vorm Ende bei 4 Toren, das ist ganz schön gewagt. Und der war aber klasse. Also, das war wirklich eine 1A-Granate da. Ja, von Nuschel und Kinscher auf der Gegenseite, Marie Kinscher. Jetzt macht ja Marie schon Dinge, die sie gar nicht kann eigentlich oder gar nicht gerne macht. Aber sie hat Erfolg und jetzt wird sie ein buntes Scheibenschießen hier. Ja, Valerie, Celine Nuschel. Jetzt geht's hier noch hin und her. Jetzt sehen wir wieder einen ruhigen Angriff von Schwerin. Ah, da geht's nicht richtig hin, Jodah, nicht mit dem richtigen Schwung. Beng scheitert wieder. Aber da war auch keine wirkliche Wurfgelegenheit. Ja, ich glaube, Jona wird auch gleich wieder rauskommen. Ich habe schon das Zeichen für Jule Klug gesehen. Ja, ich glaube, es ist auch soweit gleich. Sie sind mit guten Impulsen gestartet und jetzt. Schön jetzt rausgespielt. Kriegsmann, Tor! Sehr abgeklärt, sehr routiniert wirkt sie schon für ihre 16 Jahre. Macht sie unheimlich toll. 16 oder 17, Kai? 16. 16. Also unheimlich abgeklärt. Alle Achtung, großer Respekt. Oh, da hat sie Marie Kinscher wehgetan. Im Zweikampf mit Jessica Jander. Aber es geht weiter. Und jetzt kommt. Ja, jetzt sehen wir es. Also Christine Schröder, komm rein. Für Grünwald.
Und Jennifer Kriegsmann geht an den Kreis. Ein sehr unangenehmer Job. Ja, da sprichst du aus Erfahrung, Roberto. Ja. Ja, wir haben das immer. Wir sehen das auch, wie sie da bearbeitet wird am Kreis. Ja. Ja, aber auch mal Antidomen auf der Kreis auf der Position. Wäre auch da noch eine Option. Ja, ich verstehe das momentan auch nicht. Kriegsmann von außen gerade sehr sicher. Wenn man sie da von ihrer Position nimmt. Oder weiter unglücklich. Und Groke. Und das war klasse geholt von Jennifer Kriegsmann. Die macht ein ganz starkes Spiel. Vom Kreis ist sie die Erste zurück. Und Schröder scheitert von außen. Das muss man mal sagen. Es wäre jetzt vermessen zu sagen, dass Jenny ihn reingemacht hätte. Aber Tini kann es deutlich besser und sie sollte es auch in der nächsten Phase deutlich besser machen. Ja, aber ich wollte nochmal auf das eben zurückkommen. Der Kreisläufer als Erstes zurück am eigenen Kreis. Das sagt viel über Jennifer Kriegsmann, das sagt aber auch viel über Grünwald Schwerin am heutigen Tag. Ja, das ist aber auch, ich denke mal, eine Qualität, die besitzt jede Schweriner Spielerin. Und der absolute Wille, hier noch was zu reißen, sie zeichnet das gerade aus, dass sie sich nach vorne den Arsch aufreißt und hinten unheimlich schnell in die Abwehr zurückgearbeitet hat und den Konter abgefangen hat. Und die andere mit dem Treffer und auf der Position darf das natürlich nicht passieren. Und die andere bleibt wieder liegen. Ist wieder angesagt. Jetzt wieder Yoda, klasse gespielt und das Tor von Marie Kinscher aus einer schwierigen Position. Das war wirklich mal gut aufgelöst, jetzt hat man den Kopf hochgenommen, hat das gesehen, was ich vorher schon mal gesagt habe, dass Marie Kinscher da außen zu viel Platz hat, in die Mitte ziehen. Eben war der Blick da von Yoda, macht einen schönen Pass und dementsprechend auch schön ausgeführt und schön verwandelt. Ja, ich würde einem Handball-Experten ja ungern widersprechen, aber ich glaube, das war genau so gewollt in der Ansage schon. Weil diesen Spielzug habe ich schon mal gesehen bei Schwerin. Und genauso kam er wieder. Und da machen sie alles völlig frei. Und das Tor von Nusche, ihr sechstes. Ja, da hast du vollkommen recht. Aber wie gesagt, man hätte es auch vorher in der ersten Halbzeit schon zwei, dreimal öfter machen können. Dass Schwerin so einen Bewegungsablauf hat, so einen Spielablauf, ist eine schöne Erfahrung für dich, dass du es schon gesehen hast. Ich habe es heute zum ersten Mal wirklich gesehen und sah gut aus. Schlechtes Anspiel von Yoda Wenk auf Jenny Kriegsmann. Ah, der Ball zum Glück wieder zurück bei den Schwerinern. Jetzt mal schnell gespielt, man hat eine kurze Überzahlsituation. Felkel. Und Freiwurf für Schwerin. Ja, und denen läuft allmählich die Zeit davon.